Hallo Freunde der Spiegeltour, wir sind wieder zurück bei Remember Me und sind jetzt wieder am Klettern, nachdem wir ja letztes Mal ganz schön einen ausgeteilt haben. Ach so. Hier lang. Patrouille 17. Ich muss im richtigen Moment. Go. Wie sieht dieser Bad Request-Typ aus? Jung, nervös, dämlicher Haarschnitt. Ein möchtegern Gedächtnisjäger, treu seiner Sache. Oh, und dein größter Fan. Warum schläft denn das Ding? Doch, ich entkomme, weil ich klettern kann. Nein. Nochmal zurück. Wir müssen mal gucken. Okay, hier ist dann Stromgefahr. Und rüber. Du bist fast an der Rotunde und die Saber-Einheit hat eine Spur verloren. Sehr gut. Ja, jetzt bin ich hier. Minneapolis, Charles Charter Wells. Big Charlie und seine hochfliegenden Pläne. Strebt nach Utopia, schafft aber die Hölle auf Erden. Dieses blöde Sensor-Netzwerk war sein erster Versuch. Und sowas passiert dann. Er ist der Chef von Memorize. Nein, er ist das große Genie. Das launische Talent im Elfenbeinturm. Die Direktorin von Memorize ist seine Frau, Cilla Katia Wells. Ein Name, zwei Köpfe, 1000 Gründe, die Wände hochzugehen. Minneapolis, eine strahlende Zukunft, konzipiert von Charles Cartier Wells. Vergiss nie, es lebe Lacomie. 30% Rabatt. Oh, Bad Request in die Identifikation. Ah, das ist der, den ich finden sollte. Immerhin. Melin die Jägerin, ich bin dein größter Fan. Danke. Ich habe schon eine Route erkundet. Ich kaufe nicht zum ersten Mal im Land der Reichen ein. Ich suche das Architekturbüro. Hier ist alles drin. Vor einer Stunde habe ich mir den idealen Weg gemerkt, um den Drohnen zu entgehen. Folge ihm einfach. Es ist eine Riesenehre, von den Besten geöffnet zu werden. Wie Autogramme geben. Vor allem Bad Request, dass der so heißt, ey. Fertig? Alles bekommen? Ja. Folge meiner Vergangenheit. Eine Reminiszenzspur, durch die du an den Drohnen vorbei, durch die Komfortburg bis hin zu Carol Sheridan kommst. Ich habe Memo-Bojen an der Route gelegt, sehr gut verankert. Sie sagen dir, wann du meine Reminiszenzen aktivieren sollst. Besten Dank, dass du meinen Kopf nicht entleert hast. Ein Moment lang dachte ich, du wolltest unsere Begegnung löschen. Auf nie vergessen. Auf nie vergessen. Wer ist mein größter Fan? Okay. Hallo Nille. Wenn alles nach Plan lief, hast du gerade mit mir gesprochen und nun Zugang zu dieser Reminiszene. Mach genau, was ich tue. Dann kannst du dir einen Weg zu deinem Ziel bahnen. Ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Dein Sensen überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort.
Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihnen und kannst versteckte Informationen finden. Also gut, ich lass dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. Aha. Oh, Feinde. Oh, ich muss auch gegen die kämpfen. Ich kann es nicht umgehen. Die blaue Anzeige ist die Fokusanzeige. Sie gewinnen jedes Mal Fokus hinzu, wenn sie einen Gegner treffen oder vor einem Gegner getroffen werden. Aha, sie erfinden einen S-Impuls und verbraucht einen Fokusbalken. Raserei! Das war's. Warnung? Nix Warnung. Achtung, Drohnenbaustelle, aha. Hey, ich bin wieder da. So, spielen wir Folge dem Führer? Kann ich die einfach so zur Schaltfläche gehen und die betätigen? Aha. Ey, die böse Drohne. Boah, jetzt will ich vielleicht schon ein Setpack verpasst. Na, mach mich nicht nass. Es hat mich angepieselt. Okay, an einem gelben Fahrstuhl irgendwo. Der könnte mich erkennen. Toll. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf. Die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Bleib außerhalb ihrer Ortungskegel, dann bist du sicher. Das Problem ist nur, die Ortungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Jedes Mal, wenn du meine Reminiszene aktivierst, kannst du sie durch mein Gedächtnis sehen. Nur ein kurzer Sprung bis zum Ziel. Verdammt! Hat ja gut geklappt. Christmas Morde. Eine Sammlung meiner besten Verhaftungen. Unzensiert. Mit Christmas Morde feierst du das ganze Jahr Weihnachten. Oh, Musik. Klavier ist das Schönste. Dieser Kid Christmas. Ich kannte ihn. Ein Gedächtnisjäger wie ich. Wahr. Nun die Schande deines Berufsstands. Ein potenzielles Genie, das seine Seele für Geld verkaufte. Okay, hier habe ich den Boost wenigstens mal gefunden. Warum haben die denn alle hier so Heilbars überall stehen? Kein Mensch braucht Heilung. Du siehst aus wie der Feind. Ob sie mich gerade gesehen haben? Immerhin kletter ich doch inkognito.
Upsala, komm, mach mal mit Raserei fertig. Bam, bam, bam. Überlastung. Bim, bam, 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 bam. Sieg! Dreh dich nicht um! Lauf! Lola, renn! Wie lang soll ich noch klettern? Das ganze Spiel. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Oh, manchmal gibt's komische FPS-Einbrüche. Ich weiß nicht, ob ihr das später merkt, aber kann ja mal passieren. Obwohl es die OT-Engine ist und die ist ja normalerweise sehr moderat. Beziehungsweise, ja, läuft eigentlich sehr gut. Hinterm Zaun. Gibt keinen hinterm Zaun. Ach doch, gibt's wohl. Hier. Nee, doch nichts. Aua! Halte RT um, gerückt, um schnellere... Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet, Drohnen durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Öffnen, ja. Bleib dran. Ich suche jetzt nicht alle Special-Geschichten immer. Aber erst, wenn ich die Jalousie aktiviere. Dann war hier so, bestimmt. Da, sind wir. Da ist es. Ich hoffe, dass alles geklappt hat und ich nicht nur mit mir selbst rede. Gut, ich gehe zur Rotunde und bringe dir diese Remini-Szene. Geh schon mal zu Kaoris Büro. Viel Glück. Auf nie vergessen. Ja, das echte Problem ist, dass wie komme ich jetzt wieder dahin zurück? Ah, okay. Okay, okay, okay. Thank you.
Feinde. Oh, ich habe gar nicht die Markierung gesehen. Nah sein. Nach welchem Gedächtnis suche ich denn im Kopf dieser Frau? Die Sheridan leitet das Phoenix-Projekt zur Erneuerung von Neo-Paris. Mich interessieren die Geheimnisse des Saint-Michel-Damms. Der Damm vor dem Bezirk? Warum? Sagen wir einfach, ich glaube eben an einen freien Personen- und Güterverkehr. So, erstmal ins Combo-Lab, weil wir können ja wieder freischalten. Ja, viel Ausweiser. Also entweder nehmen wir... Na? Den Heilungskram. Wir nehmen mal hier den Zeitkombo. Auf zu bibbern, so. Und an der Stelle pausieren wir, beziehungsweise Freunde der Spielkultur, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Remember Me.